Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together. Ich wollte gerade Battleblock sagen, aber nein, Castle Crashers. Mit Katan. Hallo. Okay, also wir haben jetzt ein Horn bekommen und vermuten mal, dass es hier in diesem Tempel Verwendung finden wird. Ja, wahrscheinlich machen wir gleich so ewig, wir tröten auf das Horn und dann ist hier gleich so richtig. Stu, da ist das ja auch drauf abgebildet. Ja, jetzt wo man weiß, dass es das Horn als Item gibt. Na, ich nehme mal halt den Bogen. Oh, in was für einer Pampe sind wir denn jetzt hier? Oh! Oh! Hallo! Fischis! Blub, blub. Ja, blub, blub. Nee, weißt, nachher wollen sie uns auch noch sagen, dass man die auch als Charakter freispielen kann. Ja, das eine, diese Biene oder so, diese Bumblebee, die kam mir auch etwas überraschend. Bumblebee! Ich glaube, da gab es Bumblebee! tatsächlich ein Spiel, das so hieß. Oder nee, Bumblebee? nee, das war Bug Bumble. Stimmt, sorry. Na, so ähnlich. War ein N64-Spiel, wo du so eine genmutierte Biene gesteuert hast, die dann auch mit irgendwelchen Knarren schießen konnte und so. Ja, sicher. Naja, das war echt lustig. Was es nicht alles gibt. Sag mal, wie Könnte ich viel ja halten. theoretisch. Keine Ahnung. Könnte ich ja theoretisch aber auch mal ein angespielt machen, ne? Eis. Oh mein Gott, guck mal, Fischfilet, wenn du die Aber. besiegst. Muss man drauf achten. Aber der N64 hatte eh sehr gute Spiele. Ja, mach ich gleich mal. Guck mal, vor Au! allem, wie der grinst, wenn er zuschlägt. Oh, Ja, siehst du? Tatsache. Mit Zitrone und so. Okay. Kann man dich vergiften? Scheinbar nicht. Was für Geräusche die von sich geben, ne? Sehr seltsame. Oh, ich habe ja diese neue Attacke. Ah! Ich kann jetzt auch Hä? so Kügelchen. Kügelchen? Ja, da. Ach so, dann kommt es nur in verschiedener Reihenfolge, oder wie? Weiß ich, oder? Ich hatte Magie noch nicht genug gelevelt gehabt. Das kann auch sein. Das kann natürlich auch sein, ja. Was waren bei mir vorher die neue Attacke? Oh, gute Frage. Irgendwas mit YRBA oder so? Naja, irgendwas drücken und dann RB Y, glaube ich. Ich weiß es nicht. Irgendwas drücken, das klingt gut. Ja, macht man ja so selten bei Videospielen. Ja, aber jetzt habe ich das auch. Na, ja, gut, ich muss sagen, ich habe aber auch Magie etwas vernachlässigt. Bin mehr auf Stärke und Verteidigung gegangen, also. Von daher nicht verwunderlich, wenn Och ich das jetzt nö. erst kann. Och nö, ey. Aber immerhin kannst du es jetzt. Ja. Deins ähnelt auch eher einem Kamehameha als meins. Meins ist Ja, ein stimmt wohl. Kamehameha. In grün. Yes. Wir erinnern uns, ne? Ja. Boah, wie die sich immer aufblustern. Und dann durch die Gegend swoopen. Ja. Oh, also ich muss sagen, mein Hammer, der Au! macht echt oft Crits. Ich habe ihn umgekotzt. Wunderbar. Das sieht doch so. Lass ihn mal dir. Ja, du musst halt daneben stehen. Wenn Bist du, das weiß ich doch. Ich habe es einfach nur eiskalt nicht getroffen. Wie ich manchmal einfach eiskalt auf der falschen Ebene stehe. Das ist aber auch echt schwer hier. Ja. Bei diesem Pseudo 3D. Aber wenn man sich so bedenkt, ne, da ist ja Flash dann schon ziemlich mächtig, dass Flash selbst auch solche Spiele darstellen kann. Gut, ich glaube Endlich. jetzt nicht, dass dieses Spiel hier in Flash geschrieben ist, aber Flash kann sowas auch darstellen. Das ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich. Ja, das stimmt. Auch wenn Flash jetzt ja eh immer mehr am Aussterben ist. Ja, ist Dadurch, dass aber. man es halt nur für Videos braucht. Boah, die hauen aber ganz rein. Die haben mir zweimal jetzt 46 KP abgezockt. Oh, ein Apple. Yes. Na, wenigstens einen Schlag wieder drin. Ach nur, ich wollte Mein nicht Hammer! wechseln. Ich bin das Ach, doch, du die hast gewechselt, gewechselt, ja. okay.
Habe ich jetzt meinen Hammer? Ich sehe das gerade nicht. Nein, gib mir den Hammer. Du musst X drücken. Okay, habe ich. Das ist das Problem, dass das hier halt auch auf derselben Taste liegt. Bei manchen Tastenbelegungen fragt man sich halt echt, wer das für eine gute Idee hielt. Nice. Da haben sie mir natürlich noch einen Trank abgezockt. Ich meine, die hätten es auf LT legen können, wo Blocken ist zum Beispiel. Ich wusste nicht mal, dass man blocken kann, aber hey. Doch, ich wusste es. Doch, hab's stimmt, aber wir hatten es an einer Stelle ja mal gebraucht. Ja, ja, aber ich vergesse es ehrlich gesagt. Ja, das ist wie bei Zelda. Ganz ehrlich, wer blockt da schon? Außer wenn man es muss mit dem Spiegelschild in 2D-Zelda oder so, aber... Ja, ich bin jetzt auch nicht so der Blocker. Im Normalfall kenne ich jetzt bei den Zelda-Spielen auch nie wirklich jemanden, der da sagt, ja, ich bin aktiv am Blocken. Nö, der wird draufgehauen. Das Schild ist halt da, aber wirklich genutzt wird es eigentlich kaum. Behaupte ich mal. Außer halt wirklich Spiegelschild, wenn man es nutzen muss. Link's Awakening zum Beispiel. Gab's ja diese Stelle, wo dann so ein Feuerding aus der Wand rausschoss und da musste man dann Spiegelschild und hochgehen, ne? Achso. Aber, bei solchen Stellen halt muss Schild dann halt schon mal genutzt, aber so, ansonsten... Eher weniger. Eher weniger, ja. Ah, die ziehen so viel ab? Ja. Der, vor allem die hier, einmal 64, einmal 45. Wow, der hat gerade einen durchgeworfen. Die Sau. Unfassbar. Ja, das wollte ich auch gerade machen. Ah. Nice. Okay, kann man da hoch? Hier sind Schuhe. Oh. Oh, man kann da hoch. Hier sind Schuhe. 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 Ach ja, sorry, aber das hat gerade einfach zu gut gepasst, weil es halt irgendwie genau dieses Klischee ist, ne? Oh, Schuhe! Oh, ich glaube, wir haben diejenige gefunden, zu der die Schuhe gehören. Medusa? Ja. Ja? Wir haben doch gar nichts gemacht. Wie die aussehen? Die fühlt sich wohl ein bisschen beobachtet. Scheint so. Sorry, aber du bist nicht mein Typ. Vor allem, da hast du dann erstmal so einen Schuh dran. Ja. Aua. Kann man die vergiften? Nö. Die ist schon grün genug. Okay. Oh, ich glaube, da sollten wir nicht... Ich wollte gerade sagen. Oh, jetzt hat sie ja noch so kleine... Ja, die gehen auf dich. Ich bleib mal weiter auf ihr. Au. Ja, die greift einen aber nicht aktiv an. Also man kann auch ausweichen zur Not. Oh Gott. Oh. Ich bleib mal hier bei ihr. Dann ja, trifft ja mich das eh nicht. Das ist echt gut, wenn man an ihr dran bleibt, dann haben die meisten Zahlen einfach keine Wirkung. Alter. Oh Gott, gleich zockt jetzt, wo wir beide da sind, ich gehe mal ein bisschen nach hinten. Ah, jetzt hatte ich gerade dieselbe Idee. Okay. Ja, die zocken mir ja, aber gleich hier. Sobald beide da sind, macht sie nämlich hier diesen mit dem Haar. Mach ich mal so ein bisschen aus der Ferne. Ich sag mal nichts. Nichts? Nein. Eben noch so gedacht, die musst du auch sicher versteinern können. Ja klar, ist ja auch eine Medusa. Ja, ja, nur weil sie es bislang nicht geschafft hatte, deswegen. Na komm schon. Geh kaputt. Schon wieder! Es ist ja wohl... Und dann noch so schön in Herzform. Ja. Diese Details. Ja, jetzt haben die mir doch noch ein Leben abgezockt. Ich glaub's nicht. Ja, gut, ich hatte jetzt zum Glück mein Level up. Die war aber nicht schwer.
Hat sie in den Spiegel geguckt oder was? Wenn sie zerschlagen? Ja. Ah. Na. Ich konnte es wieder zurückwechseln. Okay. Sehr gut. Ich hab keinen Bock, zum Schmied zurückzugehen, weißt? Ja, ja, notfalls hätten wir das halt machen müssen, aber... Kann ich jetzt mal ein bisschen Magie aufstocken. Boomerang fehlt uns noch. Wieso darf ich jetzt nur eins? Irgendwie ist das total random, die letzten Level. Das vorige einzelne Level durfte ich drei verteilen. Ich weiß nicht, ich dachte halt immer, es wären zwei, aber... Waren es anfangs auch, aber irgendwie... Strange. Ja, na, da haben wir ja noch locker Zeit. Ja. Vollmond. Vollmond. Es kommt womöglich noch ein Vampir und ein Werwolf. Ja, da ist das schon. Ja. Schauen wir es uns an. Yes. Vielleicht saugen uns aber auch einfach die Aliens auf den Mond. Gott. Wow! Wir haben diverse Möglichkeiten. Ich vergifte den Großen mal lieber. Ja. Ich traue den Großen nämlich nicht. Oh Gott. Interessant, dass mich noch nie so ein Fels getroffen hat. Ditto. Oh. Ach, der lebt ja auch noch. Komm, kipp um. Oh. Na jetzt. Jetzt ist er tot. Mein Gift hat gute Arbeit geleistet. Sehr gut. Das ist echt interessant, dass mich nicht so ein Felsen trifft. Ah. Und geköpft. Das war haarscharf. Ich kotze mal wieder ein bisschen den Großen an. Ja, ja. Habe ich nichts gegen. Der lebt ja immer noch. Zu dir. Ja, ich musste gerade die Richtung wechseln, weil ich nicht weiß, wie weit ich nach links kann. Weil der Bildschirm ja nur eine gewisse Weite uns auseinanderlässt, sag ich mal. Ah, den Felsen, das schadet aber auch den Gegnern. Au. Die kriegen dann auch Leben abgezockt. Okay. Immerhin ist es fair. Ja. Hab ich nur gerade so gesehen. Ach, der wirft die. Unfassbar. Oh. Es hat sich ausgeworfen. Komm noch mehr. Ja, ja, aber der größte ist jetzt erstmal das größte Problem auch. Ja, der muss weg. Der Fetti. Ah, er ist weg. Und okay, ist sehr gut. Ach ja, immer diese Fettis. Na komm. Na komm, geh kaputt! Oh, also die halten die, schon. Die lassen schon. Mach nichts. Die halten echt schon viel aus, also. Oh. Lebt immer noch. Jetzt nimmer. Wenn mein Wal was ausscheißt, dann muss der natürlich auch. Ach nö, jetzt liegt es mitten im Weg. Ich gehe mal lieber ein bisschen von der Waffe weg. Ich will die nicht wechseln. Die sollen hierher kommen. Ah nee, jetzt liegt sie nicht mehr. Okay. Ich schub sie in die Häuser zurück. Geht's jetzt zum Level ab. Danke. Alter, wie viel? Ja. Ah, jetzt haben sie ihn mal gehittet. Was kommt er denn da jetzt von oben angelaufen? Keine Ahnung, aber ich vergift sie einfach mal alle. Siehst du diese ganzen grünen Leuchteffekte? Ja. Ich treff die doch echt gut, ey. Mhm. Und, boah, meine Waffe, die crittet so oft. Mhm. Aber die ist echt gut. Aua! Ich glaube, die ist sogar gar nicht mal viel schwächer als andere. Ne, ich glaube nicht. Der hat zwar nur plus 1 Stärke, hat die nur. Also, dass sie die um eine erhöht, aber... Huch, die haben mir einen Trank gezockt. Ja, Dito. Oh. Ja. Ist hier noch irgendwas? Ich
Du merkst es immer zu spät. Hier ist vielleicht Heilung für dich drin. Mach mal auf, bevor ich es wieder versehentlich einsammle. Yes. Ja, also, sehr schön. Huch, was ist er denn für einer? Ich wollte es auch gerade sagen. Wie kann der überhaupt sehen bei so einem Face? Keine Ahnung. Den ist kalt. Der kann doch da gar nicht sehen. Müssen wir die Kapuze aufmachen. Ja. Das ist halt so ein Kenny, ne? Fällt nur noch, dass dann gleich so eine Stimme kommt, wenn wir die gekillt haben. Sie haben Kenny getötet, aber... Naja. Glückwunsch zum Level Up. Danke. Ja, ich sah nichts. Ich bin schon wieder fast K.O. Also irgendwie hat es mich entweder nicht geheilt oder ich habe so viel eingesteckt. Was hast du getan? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das hat mich nicht geheilt. Ich weiß, ich habe jetzt echt nicht drauf geguckt. Ich auch nicht. Ich hatte halt nur aufblinken sehen. Video drauf achten. Weil eigentlich haben die doch immer geheilt, die Level-Ups. Aber wie gesagt, in letzter Zeit schon. Sind die irgendwie ein bisschen seltsam. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Oh. Kann man da ziehen? Nee. Nee, du, ich glaube, das ist diesmal wirklich einfach nur Deko. Glaubst du? Ja. Will aber dran ziehen. Naja, gut, aber ganz so verrückt wie Dedelic bei Edna bricht aus, sind sie dann doch nicht. Da konnte man ja auch alles anklicken. Ja. Und zu jedem zigtausend Sprüche. Ja. Wenn du alles mit allem kombinierst. Rocks, Swamp. Ja, aber das war ja auch ein ziemlich verrücktes Projekt. War ja auch dem sein Abschlussprojekt tatsächlich von einem der Mitbegründer von Dedelic. So war das. Hat sich ja auch netterweise selbst eingebaut in diese Irren-Einstadt. Bei der Selbsthilfegruppe für Spieleentwickler hat er sich ja eingebaut. Ah, ich glaube, irgendwas war da, ne? Ich war so wahnsinnig und dachte, ich könnte ein Point-and-Click entwickeln mit zig Objektinteraktionen und sonst was. Alleine! So, herrlich. Aber Dedelic sind eh super, deren Spiele. Ich lieb die. Ja, du bist ja ein riesen Fan. Ja. Point and Click sind super. Ja, ich mag auch Point and Click. Ich mochte gerne Monkey Island. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe! Guybrush Threepwood. Ja. Guybrush. Gibt's ja auch eine Anspielung im Wendell's Monday. Ja? Weil Wendell wohnt in der Threepwood Straße. Echt? Ja. Threepwood Street. Und die U-Bahn-Station heißt auch Threepwood Station. Ich mag Guybrush. Guybrush war cool. Irgendwo hatte man tatsächlich auch zur Auswahl dann, wo man jemanden verarschen musste, von wegen ein dreiköpfiger Affe. Aber das Spiel hat eh so viele Anspielungen. Bei einer Baustelle gab es dann auch irgendwo so ein Bild mit so einem Zauberer dran und dann stand dran von wegen You Shall Not Pass. Ja. Na, solche Easter Eggs sind immer cool. Nein! Ich bin tot! Was hast du getan? Ich bin gestorben. Takon. Hab ich. Danke. Weil mitten im Kampf macht alles andere keinen Sinn. Die haben aber eben auch schon wieder einen Trank abgezockt. Ich glaube, ich habe jetzt auch nur noch einen tatsächlich. Oh je. Ja, wir müssen wieder einkaufen. Ja, aber die haben gehen. Auch die ganze Zeit auf mich geschossen gehabt. Ich konnte gar nicht mal mehr aufstehen. Ach, sowas aber auch. Das hatten sie ja schon mal irgendwo anders gebracht. Geht's jetzt zum Level Up? Ich glaube, ich wurde jetzt geheilt. Ja, ich bin auch schon zwei Level weiter. Keine Ahnung. Ja, du bist halt, ne? Keine Ahnung, wie du das machst. Ja, ich wollte es nicht so sagen. Ja. Aua. Ach, nu, au. Ah, von allen Seiten hier. Autsch. Bist du? Naja, du kriegst das schon hin. Sorry.
Wo, da? Aua! Du musst genau über mir stehen. Ich weiß! Ist zur Not lockst du halt lieber wieder weg. Muss ich auch, weil sonst ich bin gleich. Gut, ich hab noch einen. Autsch. Aua. Wie ich es hasse, das, wenn ich da nicht. Ich hab da noch einen Trank! Das war wohl ein Satz mit X. Siehst du, hast du auch 3 bekommen. Aber ich hab doch noch einen Trank. Strange, anscheinend nicht. Da, ich hab das nur ist es nochmal. A, R, T, Y. A und R, T, Y, okay. Ach, guck mal, vielleicht ist wirklich bei den Magiedingern sind hier einzelne Felder so eingefärbt. Ja, ich habe das eben auch schon gehört, weil nachdem ich da diesen einen passiert habe, habe ich das auch bekommen. Dann mache ich da mal weiter. Und wir haben ja unseren netten neuen Laden. Yes. Wobei, wenn ich noch 5 spare, dann könnte ich mir Mr. Schweinsnase holen. Piggy! Aber ich hole jetzt erstmal Tränke, weil. Geh weg! Danke. Auf mich hat's nicht reagiert, auf dich nicht oder wie? Auch nicht oder wie? Ich hab's nicht versucht. Na, siehst du, auf dich hat's wahrscheinlich nämlich reagiert. Wenn du jetzt hingehst, wird's wahrscheinlich nämlich nicht auf dich reagieren. Ja, gut, ich habe jetzt wenn eh ich voll. Ich jetzt drück, auf mich reagiert's immer noch. Okay. Ja. Ja, ja. Du hättest mich gar nicht wegschicken müssen. Tja. Ja. Ach, willst du noch in diesem Part? Okay. Ja. Ein bisschen haben wir ja noch. Kleines bisschen noch. Ja. Sind ja erst bei 21 Minuten. Ja. Und wir sind ja dafür bekannt, dass wir gerne mal überziehen. Ja. Ich habe gerade heute erst einen Part aufgenommen. Oh. Das wird wohl eine Stunde werden. Weil es gab keinen passenden Moment, um zu cutten. Ja, so wie meine angewirbelt, aber die halte ich auch raus. Ja gut, das ist ja eh, dass man die bewusst länger macht, um ja mehr vom Spiel zu sehen, ne? Ja. Da macht man das ja bewusst länger. Definitiv. Weil manchmal ist so 20 Minuten gerade mal irgendwie alles so Einleitung und so. Ja. Dann. Wenn man überhaupt zur Einleitung kommt, ich sag nur Okami, 25 Minuten Intro oder so. Ja, ja, deswegen, also. Das habe ich so noch nicht erlebt, ey. Weiß jemand, ob es noch ein längeres Intro irgendwo gibt als Okami? Ja, also Okami ist schon extrem. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Also mir würde jetzt spontan auch nichts einfallen. Oh, ich hab schon einen Drang verloren. Was hast du getan? Keine Ahnung. Au! Ich glaube, du kriegst doch ein bisschen aufstehen. Aufs Maul, kann das? Ja, die lassen mich aber auch nicht mal aufstehen, die Säcke. Ja, wenn das hatte ich aber in einem Level eben auch schon, als ich da einmal drin so gefangen war. Das ist halt extrem unfair. Dann kamst du da echt nicht mehr. Echt nicht mehr hoch. Das war nämlich da bei diesen Fontänen, als wir da fliehen mussten. Ja. Ich war da echt. Ja, das hatte ich in dem Level vorher halt auch schon. Ja. Ist echt gemein. Wenn du da einmal drin steckst, dann ist es super schwierig. Hat den Eisschild. Nein. Achso, die eingepackt sind noch, die Waffen, die werden automatisch gewechselt. Verstehe. Kann es sein, dass die nur Schneebälle werfen, wenn sie noch oben sind? Ja, hinter so einer Eiswand. Ja, aber die von oben werfen auch. Naja, genau, hinter so ein. Entweder auf diesem Hochsitz, sag ich jetzt mal, oder halt. Da ist Banane für dich. Ja, Banane. Sie ist gerade. Und eine Kirsche. Ich weiß jetzt nicht, ob ich geheilt wurde, weil ich kurz vorher einen Drang verbraucht habe. Das konnte ich leider auch nicht sehen. Ja, aber ich war deswegen ja eh voll. Wegen dem Drang. Ja. Wir können mal festhalten, ich habe ein Level abgemacht. Können wir gespannt sein, wie viele Punkte ich diesmal bekomme. Mhm. 24, du bist so ein Cheater. Gar nicht. Doch. Ich würde es nie wagen. Warum nimmst du das? Ich habe weniger.
Aber ich will vielleicht, wenn wir Glück haben und ich genug bekomme, ja, du willst, Vieh freischalten, die Schweine. Du willst Piggy haben. Ja, Piggy ist cool. Piggy macht Essen. Ja. Sie macht es wahrscheinlich auch nur, weil es Angst hat, dass es sonst selbst gebraten wird. Das Motto, nimm das hier, ich schmecke nichts. Bevor du mich nimmst, nimm das. Ganz genau. Ich glaub, wie viel kostet das? 300 oder so? 290. Ah ja. Habe ich ja bald. Ja. Ne, die haben jetzt gerade auch einfach so mit dem Schneeball geworfen. Dadurch haben sie mir einen Trank abgezockt. Ja, das habe ich vorher auch festgestellt gerade. In diesem Kampf. Ach, ich weiß gar nicht, diese neue Magie. Was war das? A, R, T, Y? A, R, T und Y, ja. A, R, T, Y. Aber wahrscheinlich gleichzeitig drücken, oder? Nee, was also bei mir stand A, R, T, Y. Also scheinbar erst A und dann R, T, Y. Hey! Kann man nicht kaputt machen. Hm, das ist aber eigentlich... Ah ne, ich glaube, das ist mächtiger. Oh! Ich hab's... was war das denn gerade? Ich hab das irgendwie so steil nach unten gemacht. Frag mich bitte nicht wie. Ich hab irgendwie versucht, diese Tastenkombi zu machen. Okay. Das war gerade irgendwie... Wir spucken gerade einfach rum. Hast du es gesehen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ach so. Ach so, ja klar. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Upsi. Ja klar. Springen natürlich. Okay. Macht natürlich Sinn. Voll gut. Echt voll gut, ey. Money. Klopf, klopf. Jemand da? Ich glaube, wir müssen da hoch und dann tröten. Ah. Ja, dann tröt mal. Oh. Oh. Ach, jetzt habe ich ein anderes Viech. Ich will aber... So. Ja, aber wir müssen dann gucken, was Bärchen macht. Also, ah, ja, gut. Also nicht jetzt, aber der muss ja trotzdem gespeichert sein, also kannst du den Wal mitnehmen. Ich weiß es nicht, deswegen nehme ich den jetzt einfach mal mit. Ja, oder sonst... Sicher, sicher. Ja, oder warte, sonst nehme ich ihn mit. Ich kann mir die Giraffe wieder später holen. Muss man durch die Höhle da? Weiß ich nicht, scheinbar. Nein! Ah. Ja. Oh. Au. Ja, du machst das. Ich komm dann mal hinterher. Also, das... Oh, warte! Oh, hi! Da, guck mal! Das ist eine Waffe. Ja, Fleischkeule. Eine Fleischkeule. Yeah! Willst du die behalten? Ja. Okay. Mach ich mal. Die sieht gut aus. Ja, die sieht gut aus. Ja, es ist... Wenn ich eins von Ruffy gelernt habe, dann das Fleisch wichtig ist. Was? Naja. Was kommt denn jetzt? Oh, ich glaube, das wird ein bisschen special. Ich glaube auch. Das wird doch nichts. Hilfe! Ja! Ach so. Ich check schon. Was denn? Schild, ne? Wow, eben noch drüber springen. Letztens noch von gesprochen, ne? Ja. Nur das Problem ist, man erkennt das andere zu spät. Ja, es kommt echt schon sehr schnell. Ach, das war noch die Meine Feine. Meinung nach erkennt man es zu spät, sorry, aber... Ich wollte sagen, jetzt kommst du schon wieder. Müsste man eigentlich schon springen. Was? Nein! Natürlich erwischt's mich. Ja, Tito. Ach, Mann. Ah, das... Nein!
Nein! Und weißt, man könnte ja theoretisch denken, er schreit ja, wenn er das macht. Aber er schreit immer. Nicht immer. Er macht es nicht immer. Er macht den Skill manchmal auch ohne zu schreien. Das könnte man sich da wenigstens drauf einstellen, aber nö. Dass man es daran erkennt. Oh, hier rutscht man auch noch. Ich glaube, es sollte zwar eigentlich so sein, dass man es daran erkennen kann, aber... Oh, hier glitscht man aber ganz schön. Glitscht? Mhm. Also ich habe keinen Glitch gefunden. Oh, guck mal hier, die Tür. Ja. Ich glaube, es wird wieder Zeit für den Boss und bei mir ist das Leben schon wieder komplett am Arsch. Was hast du noch so an Tränken? Oh, ich habe auch nur noch zwei. Ah. Vier. Was nehme ich denn? Das hier. Und wieder lacht. Der lacht uns erstmal aus hier, der Eisberg. Was geht denn mit dem? Keine Ahnung. Der mag es zu lachen. Ich merk schon. Twitter der Fleischkeule. Oh Gott, das wollte sein, das sah nicht gut aus. Uncrit! Das war ein bisschen zufällig. Das ist aber dann gemein, weil man scheinbar nie erkennen kann, in welche Richtung der das macht. Also bislang. Wieso trifft es eigentlich immer mich? Ich weiß gar nicht, also mich hat er noch nicht getroffen. Aber das hier ist. Das war für mich. Du. Okay, Glückwunsch. Danke. Ich hab's auch mal, ne? Ich weiß, das kommt selten vor, aber es passiert. Ich hab's gerade zuerst gar nicht gecheckt, bei wem das war. Deswegen. Ja, deswegen meine ich ja, es kommt selten bei mir vor, aber es passiert auch mal. Oh, jetzt hat er mich mal. Wie der echt lacht? Oh. Ja, ich konnte ausweichen. Warum können wir nicht einfach der in ihr Gefängnis zuschlagen und gut ist? Ja, und dann einfach abhauen, ne? Ja. Das macht er wieder random. Ja. Oh, doch, man kann es an seiner Bewegung erkennen. Wir haben ihn auch gleich auf die Hälfte runter. Ja. Er bleibt aber auch nicht lange an einer Stelle. Ja, das ist echt gemein, dass das sich so beamt. Entweder ist es nicht lang, vielleicht ein, zwei Sekunden. Na gut, jetzt ist er ein bisschen länger, außer weil wenn er sowas aushält. Ich wollte gerade sagen, außer wenn er sowas macht. Dann hat man echt eine gute Chance, aber ansonsten sind es echt nur vielleicht so ein, zwei Sekunden. Ja, guck mal, ich konnte ihn jetzt nur einmal hitten. Und ich kam nicht mal hin. Ah, nur noch 15. Yay! Dann krieg ich ein Schweini. Ein Schweinchen. Oh. 14. Ich meine, gut, ist jetzt auch nicht schwer. Ich finde, wir hatten schon weitaus schwierigere. Tatsächlich. Definitiv. Obwohl, zum Beispiel diese komische Maschine. Ja, obwohl das vom Anfang vom Spiel her war. Oder auch das in dem Fluss. Das fand ich auch nicht leicht. Oh, ein Crit. Geil. Also von daher. Obwohl. Gerade noch so gecheckt und gesprungen. Obwohl wir eher schon weiter im Spiel sind, finde ich im Moment die Bosse leichter. Ja. Tatsächlich. Irgendwie schon. Ja. Das ist ein bisschen strange. Ja. Müsste ja eigentlich umgekehrt sein. Sollte eigentlich, ja. Aber jetzt habe ich ihn gut getroffen. Oh. Ach, falsche Ebene. Nur noch 11. Ja. Das kriegen wir ihn aber gut gehittet. 10. Autsch. Oh. 9. Da ist er.
Jetzt fängt er an, ein bisschen auszurasten. Ja. Ja, jetzt rastet er ein bisschen. Das war jetzt gerade nur ein Hit wieder. Na, jetzt hat er mir einen Trank gezockt. Ja. Naja. Aber soll's. Ja, aber so eine Weile. Das ist echt nicht schwer. Ja. Oh, Geld! Geld! Ja, wenn der Kampf jetzt noch ein bisschen dauert, krieg ich's noch zusammen, aber ich bezweifle es. Der nächste Hit müsste eigentlich. Ja, ich wollte gerade sagen, da haben wir ihn gut gehittet. Ja. Oh, er friert sich selbst. Oh. Ja, ist natürlich blöd jetzt. Oh, wir kriegen eh. Oh. Okay. Ja, Stu hat sich, glaube ich, erledigt, ne? Ja. Irgendwie schon. Na, dann kann ich mir auch wieder Tränke nachkaufen, was soll's. Ja. Okay. Ist so klar. Ja, ich will bei wenig. Das ist unfair. Das ist unfair. Ich wollte auch mal gewinnen. Er hat sowieso viel zu wenig Leben. Ich wollte auch mal gewinnen. Die vorigen Mal hast du nur du gewonnen. Ja, nimm mal die Blondine. Ja, und lass mich. Also, komm her. Ja, ja. Ich glaube, die vorigen Male hatte ich heute den Nachteil. Ja, da hattest du kaum Leben. Ja. Ich finde, bei sowas sollte man eigentlich dann aufgefreshed werden. Mhm. Neuer Bereich freigeschaltet. Muss man da wirklich eine. Jetzt habe ich nur eins. Siehst du, jetzt hast du auch nur noch eins. Dann stopp ich es halt in Magie. Will ich auch. Stu, du musst dich schon einsetzen. Ja, ich habe es schon gemerkt. Ach, bei dir kommt die Nachricht dann auch. Ja. Ich will irgendwie immer mit A von wegen da eins reinsetzen, aber ist nicht. Abflug des Zaubererschloss. Was haben wir sonst noch? Laden und Dingens, ne? Okay. Schneeladen. Schneeladen. Ah. Oh. Was ist das? Okay. Moment! 18! Oh, was haben wir hier? Vergrabene Schätze. Oh, und dann habe ich sie zu teuer gekauft. Upsi. Dito, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele ich. Wie viele habe ich? Ich bräuchte noch einen. Ja, ah, weißt du, komm, ein weiteres Sandwich schon, kann ich mir nicht mehr. Wenn wir schon hier ich will sind. Ja, noch in einem anderen Laden. Patzo. Oh, lass uns doch mal. Oh, 37 Minuten. Ach du Scheiße. Wenn du Schluss machen sollst. Aber jetzt können wir auch noch mal kurz gucken, was das Bärchen macht. Das ist jetzt auch egal. Maisboss? Wie das Level einfach Maisboss heißt. Ja. Achso, ich wollte eigentlich zuerst mein Viech kaufen, aber. Oh, Verzeihung. Das habe ich vergessen. Bärchen. Ist ja was wurscht. Macht Bärchen? Verletzt Bi Feinde und Freunde, dem die dem Tod nahe sind. Wow. Ziemlich zwiegespalten. Ich nehme mal wieder meine Giraffe. Okay. Und ich hole mir jetzt hier. Ja, ne? Das können wir noch ganz schnell machen. Ich meine, jetzt ist es auch egal. Ja. Nee, da doch nicht. Da. Nee. Halt, komplett falsch. Wir müssen rüber, oder? Wir müssen über. Ja, Meer. Ich glaub ja. Ich habe hier gerade irgendwie keinen Pfeil mehr. Hier und dann da rechts. Ein weiter. Maisboss, ja. Sumpfladen. Da ist Schweinchen. Ja. Bist du Oinksi? Yay! Yay! Ich hab einen Oink-Oink. Und der müsste jetzt Ey! Der müsste jetzt theoretisch irgendwann Nahrung auspacken. Ne? Ne? Ja, du bist ja voll ausgerüstet, ne? Fleischkeule, Schwein. Ja? Ja, natürlich! Wenn das Schwein mir jetzt nicht mal Leben gibt, dann packe ich ihm gerade mit der Flashkeule eins über. Ja, vielleicht macht das aber auch nur, wenn man gerade kein nicht voll ist. Ich würde sagen, vielleicht wenn man verletzt kann ist. Sein. Ja. Oder es sorgt halt dafür, dass alle andere Nahrung einem mehr heilt. Na, ich denke vielleicht wirklich, weil man irgendwie. Ich kann nicht so entnehmen. Ja. Aber guck mal, hier für 11 und wir haben für 18 gekauft. Du hast dein Schwein nicht mehr. Oh. Okay. Meine Nummer. Okay, okay. Ja gut, ich war glaub dran, oder? Ja, ja.
Dann war es das aber auch erstmal für diesen Part. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und hoffen, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr auch jeweils beim jeweils anderen mal vorbeischaut, je nachdem, wo ihr gerade guckt. Und ja, ansonsten macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.